Wir Börsianer lieben Ausblicke und Prognosen, und zu den beliebtesten und mittlerweile auch international beachteten Jahresfavoriten gehören die Top 10 des größten US-Anlegermagazins Barron's. Und in diesem Jahr bringen mich diese Top 10 wirklich etwas zum Staunen, muss ich sagen. Warum diese Top 10 so außergewöhnlich sind und woran es liegen könnte, erkläre ich euch in diesem Video. Bis gleich. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, willkommen im Jahr 2021, ein neues Jahr, die alten Hemden, ihr wisst, wo ihr seid, auf meinem Aktienkanal. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet und alle meine Gewinneraktienleser konnten ja schon wieder die erste Kursrakete im Depot bejubeln, nämlich Higher Smart Home, die regelrecht durch die Decke gegangen sind, schon Ende letzten Jahres. Und übrigens sind alle Xiaomi-Fans. Ich bin ja kritisiert worden, dass ich Xiaomi verkauft habe. Unsere Nanny hat mich gerade vorher angerufen und mich gewarnt, in Armen investier bloß nicht das neue Update von Xiaomi, vom Betriebssystem Mi. Danach funktioniert keine einzige App mehr. Und in den Mi-Foren haben wohl ganz, ganz viele über dieses Problem berichtet. Der Aktie schadet es bisher nicht dem Image von Xiaomi, wohl doch. Also ich bin froh, dass ich Xiaomi verkauft habe und dafür Higher Smart Home für meine Leser ins Depot genommen habe. Apropos China, da rappelt es ja gerade mächtig in der Kiste bei Alibaba zum Beispiel. Da gibt es massive Regulierungsschwierigkeiten. Einfach auf unten auf den Link www.aktien-report.de klicken. Da gibt es eine brandneue Analyse zum Thema Regulierung in China von mir und meinem Kollegen. Solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen, denn da tut sich einiges in China in dem Bereich und wir müssen hier vorsichtig sein. Jetzt aber zu den Top 10 von Barron's, die wurden ja heiß erwartet, wie gesagt, aber die Performance, ja, die ist eigentlich eher mau gewesen in den letzten 6 Jahren. Ich habe mir das mal angeschaut, im Verhältnis zum S&P 500. Wir haben 2019 waren wir 1% besser, 2018 4% schlechter als der S&P, 2017 wieder 7% besser, 2016 wieder 6,4% schlechter, 2015 4% schlechter und 2014 wieder 2% besser als der S&P 500. Also in 6 Jahren waren diese Top 10 dreimal besser und dreimal schlechter als der Markt. Und in 2020 kämpfen wir jetzt, oder kurz vor Toreschluss, 30.12., jetzt wo ich das Video aufnehme, liegt das Plus bei 10%, beim S&P 500 aber bei 17%. Das heißt nochmal 7% unterhalb der S&P 500 Performance. Damit wäre die Bilanz jetzt eindeutig negativ seit 2014. Man kann sich natürlich die Frage stellen, welchen Sinn macht eine solche Liste überhaupt? Ist da nicht viel sinnvoller, gleich einen ETF auf den S&P 500 zu kaufen? Und ich denke, dass diese grundsätzliche Problematik zunächst mal nicht Barron's spezifisch ist. Ja, das Hauptproblem ist aus meiner Sicht, dass die Märkte gerade bei den sehr großen Werten, bei den Blue Chips, durch diese weite Analysten-Coverage sehr, sehr effizient sind und es dort eben besonders schwer ist, eine dauerhafte Outperformance zu generieren. Jetzt aber das große Aber. Ich finde, dass sich gerade in 2022, in diesem neuen Jahr und auch in den kommenden Jahren wahrscheinlich aktives Stockpicking auszahlen könnte. Und ich befürchte umgekehrt, dass alle, die nur passiv in den S&P 500 oder in Wachstumsaktien, zum Beispiel in den Nasdaq ETF investieren, wirklich Probleme bekommen könnten. Warum? Wir haben ja in den letzten Jahren eine schier unglaubliche Divergenz zwischen Wachstumsaktien und Value-Aktien erlebt. Und jetzt in 2020 wurde dem Ganzen quasi nochmal die Krone aufgesetzt. Wir haben Aktien, wenn man die Aktien aus dem S&P 500 unterteilt in den Growth-Sektor, also den Wachstumsbereich, da gibt es hier eine Jahresperformance inklusive Dividenden von plus 31%. Bei den Value-Aktien aus dem gleichen Index dagegen von minus 1%. Sowas habe ich vielleicht allenfalls Ende der 90er Jahre während der Internet-Bubble erlebt. Klar gibt es Gründe dafür. Wir haben die Corona-Pandemie. Viele Tech-Unternehmen haben die viel besser überstanden als Aktien aus dem industriellen Bereich oder auch aus der Luftfahrt, aus dem Touristiksegment, die eben ja überwiegend der Value-Kategorie zuzuordnen sind. Trotzdem ist diese Outperformance der Wachstumsaktien wirklich erstaunlich und die kommt ja on top auf diese massive Outperformance, die wir schon in den vergangenen Jahren gesehen haben bei Technologieaktien. Und meiner Ansicht nach zeigt diese Krux des passiven Indexinvestierens auf Dauer, auch jetzt diese Aufnahme von Tesla in den S&P 500, habe ich ja schon thematisiert, aber nochmal ganz kurz an der Stelle. Nach langem Zögern haben sich ja die Verantwortlichen jetzt dafür entschieden, die Aktie aufzunehmen, nachdem der Kurs sich in diesem Jahr verachtfacht hatte und auch die Aktie gerade im Vorfeld der Aufnahme nochmal dramatisch gestiegen war. Das ist Blödsinn meiner Ansicht nach.
ist ein Musterbeispiel dafür, wie Indexinvestoren aufstrebende Firmen immer zu spät abbekommen, beziehungsweise dann, wenn sie bereits extrem gestiegen sind und viel zu teuer sind. Ein anderes Beispiel war damals ja die Aufnahme von Wirecard in den DAX, ziemlich exakt am Allzeithoch. Mir geht es gar nicht darum, dass das ein Betrug war, sondern einfach, weil damals die Bewertung schon extrem hoch war und die Aktie hat dieses Niveau nie mehr erreicht von damals. Und deswegen ist es aus meiner Sicht für uns als Anleger so wichtig wie nie zuvor, dass wir uns selber Gedanken machen, eigene Gedanken machen, als blind den Indizes und den ETFs zu folgen. Und genau das versucht Barron's auch bei diesen Top 10 für 2021. Aber was sehr, sehr erstaunlich ist, ist dabei diese verblüffende Ähnlichkeit bei der Depotzusammensetzung mit Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Die ist mir nämlich wirklich sofort ins Auge gestochen. Wir haben nämlich bei diesen Top 10 mit Berkshire Hathaway selber an erster Position, zweitens mit Apple, die ja wiederum die größte Position bei Berkshire Hathaway im börsennotierten Portfolio ist, drittens Coca-Cola, ja, bereits seit Jahrzehnten ja zu den größten Positionen von Berkshire Hathaway gehörend, dann viertens Merck, der Pharmakonzern, den hat Berkshire im letzten Quartal ganz neu aufgenommen ins Portfolio, dann haben wir Goldman Sachs, ja, eine Aktie, die Berkshire Hathaway bis vor kurzem relativ hoch im Portfolio gewichtet hatte, wir haben sechstens mit Newmont, Newmont Corporation, den weltgrößten Goldproduzenten, passt insofern auch sehr gut zu Berkshire, als Berkshire in diesem Jahr erstmals überhaupt mit Barrick Gold einen Goldwert aufgenommen hatte. Erstmals seit Bestehen von Berkshire Hathaway 1962 eine Goldaktie im Depot, nur dass Barron's sich halt jetzt für Newmont entschieden hat, aber auch hier eine deutliche Parallele. Und siebtens haben wir Graham Holdings, ein relativ unbekannter Wert, familiengeführt von der Graham-Familie und die haben aber wiederum eine langjährige Beziehung zu Warren Buffett selber und ein ganz ähnliches Anlagekonzept wie Berkshire Hathaway. Graham Holdings war mal in den Medien, habt ihr vielleicht mitbekommen, weil Jeff Bezos, der Amazon-CEO, damals 2013 die Washington Post gekauft hat für 250 Millionen Dollar, diese Referenzzeitung aus den USA. Dann gibt es TV-Stationen, die mit dabei sind, Homeschooling, Fortbildungsangebote, aber eben auch Autohändler und Restaurants. Primär in Washington D.C. sind die unterwegs, also Graham ein klarer Corona-Verlierer, aber auch ähnlich wie Berkshire hat Graham eine dick gefüllte Kriegskasse mit 500 Millionen US-Dollar, überfinanzierte Pensionspläne mit 1,5 Milliarden US-Dollar, also sehr, sehr solide aufgestellt für weitere Übernahmen. Graham Holdings hat auch eine hohe Free Cashflow-Rendite von rund 10% und die Firma hat bereits rund 6% der Aktien zurückgekauft im laufenden Jahr, also starke Aktienrückkäufe, eben wie Buffett, wie Berkshire Hathaway. Und ja, es gibt eine gewisse Fantasie durch den Spin-off von TV-Stationen. Aber unterm Strich ist auch Graham Holdings sehr, sehr Buffett-like und eben auch eine Art Covid-19-Erholungsspekulation. Und damit haben wir wirklich nicht weniger als 7 von 10 Aktien, die mehr oder weniger auch zu den absoluten Favoriten des Altmeisters aus Omaha gehören. Eine 70%-Quote, das kann schon fast kein Zufall mehr sein. Das ist ein klares Zeichen von Barron's an seine Leser. Bleibt defensiv in 2021. Geht ja nicht zu viel ins Risiko. Lasst euch nicht anstecken von dieser Euphorie, die momentan an den Börsen herrscht. Und jetzt noch die restlichen 3 Werte, die einzigen, die nichts mit Buffett zu tun haben, die könnte man auch als teilweise extrem antizyklisch bezeichnet sogar. Wir haben nämlich Wert Nummer 8, Madison Square Entertainment, eindeutig ein Reopening Play. Die haben sind in Las Vegas und New York vor allem aktiv, 2 Städte, die besonders von Covid-19 betroffen sind. Ihr kennt bestimmt den Madison Square Garden, wo früher diese großen oder immer noch teilweise diese Tennis-Turniere stattfinden oder die US Open. Die Firma wird an der Börse mit rund 2 Milliarden US-Dollar bewertet, kann aber 1 Milliarde US-Dollar in Cash vorweisen. Also auch hier geht es in Richtung Value, auch wenn man jetzt von diesem Cash dann eine neue Konzerthalle finanzieren muss, die sich gerade in Las Vegas im Bau befindet und die sehr teuer werden wird mit rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Und klar, die Investoren sind momentan verunsichert, weil natürlich die Konzerthallen zu sind. Wie geht es da weiter mit der Rentabilität? Auch der Madison Square Garden ist geschlossen und die haben ja natürlich einen enormen Cash-Burn, solche riesigen Hallen. Und ja, aber man kann einfach sagen, auch hier, also ein weiterer Reopening-Play, durchaus relativ riskant hier durch die wenigen Standorte. Und aber die Buchungslage soll gut sein für 2021 wohl bisher. Und es kann natürlich beim
Ja, wenn Corona schneller als erwartet bezwungen werden kann, dann könnte die Aktie durchaus anspringen. Analysten haben da teilweise Kursziele, die 30, 40% über dem aktuellen Kurs liegen. Und die Rede ist von einzigartigen Entertainment Assets. Da gibt es die Radio City Music Hall in New York zum Beispiel, da auch mit dazugehört. Also auch hier beim achten Wert ganz klar antizyklisch, value-orientiert, auch in gewisser Weise ein Immobilienplay, den Barron sich daraus gesucht hat. Dann haben wir neuntens auch einen ganz speziellen Wert, Eaton. Ja, das ist eines der größten industriellen Konglomerate aus Irland, also aus steuerlichen Gründen, Hauptsitz in Irland, 18 Milliarden US-Dollar Umsatz, also ein Riesenkonzern. Die sind interessant, weil sie auch im Bereich regenerative Energien unterwegs sind, Expansion von Datenzentren, generell mit der Elektrifizierung der US-Wirtschaft zu tun haben. Also das macht die Aktie durchaus zukunftsträchtig. Ja, elektronische Komponenten gehören mit dazu, Beleuchtung, Steuerung, auch Energiespeicherung. Da machen sie insgesamt mit diesen Bereichen 40% des Umsatzes und die dürften weiter an Bedeutung gewinnen in den kommenden Jahren, weil einfach man mehr Equipment benötigt, mehr Software benötigt auch für die Elektrizität von Windparks, um die zum Endverbraucher zu transportieren, mehr als das bei traditionellen Energiekraftwerken der Fall wäre. Dann hat man, ist man im Bereich Elektroladesäulen auch aktiv, also sehr interessant. Elektromobilität Trend wird abgebildet und wie gesagt, Rechenzentren, Server-Racks, Gehäuse und auch das Luftstrommanagement bei diesen Racks, bei diesen Servern. Aber Eaton ist eben gleichzeitig auch im Bereich Aerospace, also Luftfahrt unterwegs in der Rohstoffverarbeitung, hat also auch eine gewisse antizyklische Komponente und ja, Gewinnwachstum von rund 8 bis 9%. Also man kann schon sagen, so ein Mischkonzern, der sehr vieles abdeckt. Analysten sind positiv. Eaton sei nach vergangenen Produktanpassungen gut aufgestellt und könnte in 2021 davon profitieren. Aber unterm Strich muss man halt sagen, Konglomerate sind allgemein nicht allzu beliebt an der Börse und tun sich oftmals auch schwer mit höheren Gewinnmultiples. Man kann hier durchaus abwägen, ob es nicht viel sinnvoller ist, hier ein Pure Play aus diesen jeweiligen Sektoren zu suchen und in den zu investieren. Aber auch hier kann man schon sagen, zukunftsträchtig aufgestelltes Unternehmen, aber auch zum Teil ein Corona-Verlierer und auch zum Teil ein Reopening-Play. Dann haben wir jetzt schon 9 von 10 und als 10. und letzter Wert bleibt jetzt mit Alphabet, also der Google-Muttergesellschaft, jetzt wenigstens noch ein Internetwert, den Barron's sich rausgepickt hat in den Top 10. Natürlich hier ein Wachstumsunternehmen, das einzige reine Wachstumsunternehmen, wo man aber auch sagen muss, trotzdem antizyklisch in gewisser Weise, weil ja der Werbemarkt wegen der Corona-Pandemie eingebrochen war und Google vor allem über Werbung verdient. 2021er KGV von 28 ist hier vielleicht gerade noch vertretbar im Vergleich zu dem, wie andere Wachstumsunternehmen bewertet wurden, bereinigt ums Cash, um den vorhandenen Cashbestand sogar nur ein KGV von 24 für 2021. Wobei hier wiederum die Gefahr der stärkeren Regulierung noch beachtet werden muss bei Alphabet. Aber unterm Strich kann man festhalten, es geht ganz klar in Richtung Value statt Growth, was Barron's hier seinen Lesern anbietet. Eine sehr, sehr starke Orientierung an Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Auch das natürlich allein für sich ja schon eine Value-Komponente und drei Aktien noch, die man als antizyklische Reopening-Plays bezeichnen könnte. Mir persönlich gefällt dieses Konzept eigentlich ganz gut. Ich habe es ja im letzten Video thematisiert. Wir haben teilweise wirklich dramatische Überbewertungen bei diesen High-Growth-Aktien aus dem Technologiebereich. Eine Korrektur scheint hier fast unausweichlich, beziehungsweise hat teilweise auch schon eingesetzt jetzt in den letzten Tagen 2020. Allerdings bleibt Barron's halt fast ausschließlich bei diesen Riesenkonzernen, was ich eher kritisch sehe. Grundsätzlich sollten wir uns als Anleger aber einfach in 2021 schon überlegen, ob wir wirklich weiter bedingungslos auf Technologie und Wachstum setzen wollen und so vielleicht zehnten Auges in eine heftige Korrektur reinlaufen. Ja, wie findet ihr die Barron's Top 10? Ich weiß, ihr steht auf Wachstumswerte, die wollte ich natürlich auch in 2021 hier auf dem Kanal wieder vorstellen, einige versprochen, aber ich rechne natürlich jetzt auch mit Widerspruch von eurer Seite. Allzu viele Value-Fans wird es hier nicht geben, oder vielleicht täusche ich mich ja auch. Der Kanal lebt vom Diskurs, von der Diskussion und so.
Kommentiert gerne unten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein erfolgreiches, glückliches und vor allem gesundes 2021. Und börsentechnisch werde ich euch intensiv hier weiter begleiten, wenn ihr das möchtet. Ich bin Armin Brack. Ich danke euch. Macht's gut. Ciao.